Ihre Heimat sind die Tropen und Subtropen, doch sie wachsen auch in Niederbayern. Klaus Fleißner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und seine Mitarbeiter haben heuer auf 100 Quadratmetern Erdnüsse angebaut. Die erste Ernte steht an. Wir sind praktisch auf der Suche nach neuen Kulturarten für die bayerische Landwirtschaft und bringen Kulturarten aus anderen Gebieten nach Bayern und schauen, ob die wachsen. Wir haben Klimaveränderung, wir wollen eine diverse Landwirtschaft und wir schauen halt einfach, was so geht. Von Entwicklung sind's gut und jetzt schauen wir halt mal, ob was dranhängt. Saattermin war der 3. Juni, die sind also jetzt 3,5 Monate im Boden. Das Saatgut hat er sich im Frühjahr aus Usbekistan schicken lassen und in die Erde gesteckt. Oh ja, schau. Da haben wir ja gute Ernte. Doch wie wird aus einer einzigen Nuss im Boden so ein ganzes Büschel? Botanisch ist die Erdnuss keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht, wie Erbsen und Bohnen. Alle drei gehören zu den Leguminosen. Keimt eine Erdnuss im Boden, entwickelt sich daraus eine Pflanze mit zahlreichen Blüten in den Blattachseln. Erst wenn die Blüten befruchtet werden, streckt sich der Fruchtknoten und die Fruchtstiele wandern unter die Erde. Dort reifen dann die Erdnüsse heran. Circa 100 Tage braucht eine Blüte bis zur Frucht. Wenn die Blüte dann verblüht ist, so wie hier, dann gibt es unten die Fruchtstiele und die gehen dann in die Erde rein. Und da entwickelt sie dann an der Spitze die Erdnuss. Und hier sieht man das jetzt gut, das wäre zur Fruchtstiel. Und unten hängt dann die Erdnuss dran. Noch sind nicht alle Nüsse reif. Doch die Forscher freuen sich. Die Exoten haben sich während der 3 Monate auf dem Feld besser entwickelt als erwartet. Es wird gesagt, die Erdnuss braucht 25 bis 30 Grad, aber wir haben bei einer Bodentemperatur von 18 Grad ausgesät und sie ist gut gekeimt. Kaum zu glauben. Aber die Bedingungen waren ideal heuer. Nicht zu kalt und nicht zu nass. Haltbar werden die Nüsse aber erst, wenn sie gut getrocknet oder geröstet werden. Sonst können sich Schimmelpilze ausbreiten. Schmeckt schon richtig nussig, gell? Viel Arbeit hatten sie bisher nicht mit den Bio-Erdnüssen. Düngen war nicht notwendig, nur gegen Unkraut musste ab und zu gehackt werden. Das einzige Problem, das wir hatten, war Hasen, die selektiv auf die Erdnuss gegangen sind. Also die haben alles andere im ganzen Feld stehen lassen und haben unsere Erdnusspflanzen aufgefressen. Und dann haben wir einen speziellen Zaun drum machen müssen, um die zu schützen. Die Bilanz nach der ersten Ernte? Fürs erste Jahr bin ich top zufrieden. Und wenn wir jetzt noch an verbesserte Sorten kommen, die verfügbar sind und die Anbaumethoden verfeinern, ich glaube, dann kann das durchaus für unsere Landwirte hier Alternative sein. Erdnüsse aus Bayern, das ist doch ein Hit, oder? Was dann aber gebraucht wird, ist die passende Erntetechnik für kleine Flächen. Denn mit dem Spaten wird wohl keiner ernten wollen. Vorerst dienen die Erdnüsse nur zur eigenen Saatgutvermehrung an der Bayerischen Landesanstalt. Wichtig bei der Versuchsauswertung die Hektarerträge. Eine neue Kulturpflanze soll sich für die Landwirtschaft schließlich auch rentieren. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich rechne, sagen wir mal, mit einem sehr geringen Ertrag von 10 bis 15 Dezitonnen. Also wenn wir das zusammenkriegen, bin ich sehr zufrieden für den ersten Versuch. Man kann mehr erwirtschaften, aber was möglich ist, das werden wir noch sehen. Fazit: Es wird also noch dauern, bis wir Erdnüsse aus Bayern kaufen können. Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.